Oh, moin moin Leute, herzlich willkommen, seid gegrüßt. Neue Runde hier vom Supermarkt-Simulator. Ja, also ich bin mir immer noch nicht ganz schlüssig. Entweder kaufe ich jetzt noch Regal und baue das ganze Kühlzeugs hier hin, oder ich lasse es erstmal, vielleicht machen wir es einfach mal erstmal lassen. So, ich muss nochmal nachfüllen, also haben wir schon mal 3000 schon wieder weg. Ich stelle schon mal nochmal so ein Regal dahin. Weil früher oder später, glaube ich, meint das schon. So, open the doors. And let the Leute in. Gucken wir gleich, alles kommt aus dem Livestream-Chat. Ausrufezeichen Visit. Ja, noch einer wird zu eng, ne? Aber man könnte ja schon überlegen, dass man eins nur macht, wo nur Pizza drin ist. Und eins, wo nur diese Tütenware drin ist. Und so, gucken wir aber erstmal. Marina, guten Tag, guten Morgen. Gespielt heute. Oder warst du zu lange in der Sonne? After Sun haben wir leider nicht. Minicoil, guten Morgen. Gleich ein bisschen Olivenöl. Okay. Jessica Johnny, schönen guten Morgen. Loroshi, guten Morgen. Da können sich gleich das neue Eis, der weiß, ja, das gute Vanille Strawberry Eis. Oh. 60er Johnny schon fertig mit Shopping, hast keinen Bock mehr jetzt, ne? So, ein bisschen KitKat. Brauchst auch irgendwie ein bisschen Öl. Große Thunfisch eingepackt, aber ich mag auch so gerne Fisch. Ja, ein bisschen Lachs mit. Ist kein Kaffee. Kann doch gar nicht ab. Oh, aber Uwe, guten Morgen. Ah, da ist auch der Lachs. So, da ist auch der Lachs, ja. Zack, zack. 8,10 Euro. Und du gibst mir Honig, Farmer, Uwe. Ernsthaft? So vielleicht. Prost, Marina. Danke für den Einkauf. Gratis. Vorrangige Bonität, vielen Dank. Schönen Tag noch. Aber Pauli auch moin. Neu am Start hier im Laden. Lange Moneten. Was ist denn mit den. Was? Hä? Ist halt auch mit dem Honig. Kollege, ey. Krass. Nervt doch. Könnt ihr mal passend bezahlen? Gucken wir mal, was Mini-Keule sich gönnt hier drüben. Olivenöl, Zucker, Schinken, Eier, Puderzucker, Reis, Toastbrot. Das ist geil. Ach, da auch hier Krabbensteaks, Kaffee, so Pizza, ein bisschen Wodka, war klar. Nichts anderes erwartet, ne? So. Karte. Also mehr Produkte ist auch vielleicht gar nicht unbedingt viel besser, ne? Weil unsere Mitarbeiter ja noch so langsam sind. Simme auch moin. Was gibt es hier Schönes? Das ist das Humus. Im Garten einfach ernten können. Danke dir, zumindest passend bezahlt. Vorbildlich sind wir. Vielen Dank. Vielen Tag noch. Noch mehr ist nichts zu tun hier. Gerd steht hinter der Kasse. Shampoo, Shampoo, Primer Shampoo, bisschen Kartoffeln, Olivenöl, Soda, Soda, Haribo, macht Gerd froh und Spaghetti sowieso. So, vielen Dank. Wir sehen uns bald wieder. Mach schon mal Licht an, ne? Schön blendet alles hier.
Aber es ist ja viel schöner so hier im Supermarkt. Na, bitte ungeduldig. Lass uns beeilen. Ganz schön viel Olivenöl und Öl und so. €14 zurück. Das macht 114,20. Ja, wenn ich nochmal bestellen müsste, dann jetzt. Ansonsten erst am nächsten Morgen wieder. Oh. Da komme ich auch nochmal schnell. Wir rennen hier mit den Sachen. Das war aber hier Sekunden. Auf die Sekunde genau. Jetzt müssen wir dringend wieder abkassieren. Einmal in der Packung Kekse. Also erst gedacht, aha, jetzt zahle ich mit Karte. Kunde des Tages wird noch gesucht. Das ist nicht. Ja, auch nicht. Ja, wir haben fleißig alle abkassiert hier. Was macht unsere Mitarbeiter? Wie sehen die auch? Ja, guck mal. Level 17, 244 von 405 Erfahrungspunkten. 202 von 365 und ja, auch gerade erst Level 16, okay. Ja, aber dann kann ich eigentlich meine Kasse gleich zumachen, ne? Dann sollen die doch bei den anderen sich da hinstellen. Ist ja jetzt hier 9 Uhr, da kommen wir nicht mehr, das stelle ich bei den anderen hin. Ne, das stand draußen, ne, hatte ich hingestellt, ne? Oh, ein paar große Online-Orders. Einmal Mayo, Eilieferung. Einmal die neue Tony's Pizza. Und ein Paket Schinken extra.
Ja, unsere Packer müssen jetzt halt wieder ein bisschen Gas geben erstmal, ne? Nutzt ja nix. Events. Holt er noch gut auf, ja. Da bin ich mal gespannt, wie schnell die denn auch werden, wenn die noch besser ausgebildet sind. Aber das Geld gebe ich dafür nicht aus, ne? Das muss ich jetzt Stück für Stück leveln einfach. Neue Gemüse. Muss erstmal selber dran gewöhnen. Das ist hier. Wagner. Hier aber, ne? Auch nee. Meier wieder. Mart. Besuch. Und der Bier. Chips. Nochmal die Chips. Ja, welches Eis ist das? Schwer zu sehen. Ich glaube, das, was wir schon immer haben. Nee. Und Back ist das Neue. Dieses komische. Den Smarties da, was man so rausdrücken kann. Eine Lasagne. Unten, Schinkendings ist das. Haribo-Tüte ist das. Kotelett ist da. So, dann mal den Tag. Tag 129 war das. Also tagemäßig kommen wir ja schon langsam ganz gut voran, ne? Genau, wir können nochmal Visit machen, das wird aber wahrscheinlich, ja, müssen wir gucken, ob zuletzt oder vorletzte Tag wird, mal schauen. Und dann, wie schnell wird es durchkommen. Bestell erstmal nach und bezahle Rechnung und so ganzen Kram. Nächste Lizenz gibt es auch erst ab Level 70. Da wären wir noch 6 Level von entfernt. Gut, bis dahin können wir natürlich Geld verdienen für die Ladenerweiterung. Ne? Beim nächsten Mal gibt es wieder Reiniger, noch mehr Geschirrspültabs, noch mehr Weichspüler. Danach gibt es die Bücher, okay. Oder auch. Noch mal Reiniger, Katzenfutter, Hundefutter. Ja, kommt ein bisschen was Interessantes rein mit der Zeit. Bin gespannt, ob die Leute auch heute ableveln hier, ne? Geht ja nicht mehr viel. Dann hat Level 18. Gehen wir mal kurz in die Mitarbeiterverwaltung. Ja, Mittel zur Hälfte. Das ist aber dann immer noch nicht nächste Stufe, aber. Können ja hier upgraden, aber nee, komm, das Geld sparen wir uns. Wir wollen ja vorankommen, also open the doors. Kommt rein, die Leute. Visit, wer noch mit in den Laden möchte. Bei mir gibt es keine Bücher, sondern PS2-Spiele. Achso, hast du eine hier Textur drauf? Also hier macht auch Sinn. Es gab auch, habe ich heute gesehen, ich weiß aber nicht, was das ersetzt. Zigaretten. Ich habe ja gerade eben, also bevor ich das Spiel heute gestartet habe, einmal durchgeguckt, was gibt es an Mods. Und dafür ja einmal dieser neue Mod hier, ne? Also dieses mit der Mitarbeiterausbildung. Finde ich echt eine coole Geschichte. Guten Morgen, Pascal. Sollst du noch ins Labor heute oder was? Da nimmst du ein bisschen Butter mit. Also den fand ich ja echt cool. Wie gesagt, dieses, ne, habe ich mir vorher schon gewünscht, dass man, ne, dass man Mitarbeiter ausbilden, fortbilden, leveln kann. Das bringt einfach noch ein bisschen mehr Spannung rein, ein bisschen eine Abwechslung. Ist ja moin. Guten Morgen. Und natürlich die gute Teller-Textur. Weil das ein bisschen zu hellbraun ist hier. Das ist ein bisschen komisch im Teller, aber egal.
Ja, ich mach die Kasse auch wieder auf. Das Geld ist schon da. Das ist auch wieder wenig hin, ne? Sehr wenig. Dann sind wir mit guten Morgen, bei Moin. Hier kommen noch mehr Leute. Matthias herein spaziert. Da grüßt, bei Moin. Mathis, ja. Machen wir Uwe auch wieder mit am Start. Vielleicht kauft er mal ordentlich, ne? Bier. Jo. Komm schon. Race. Der Tag schon so anfängt, ne? Leute hier die 4 Euro mit Karte bezahlen, kann es nicht gut werden. €111 Farmer Uwe. Chips und Shampoo kann ich nur so schnell lesen. Bevor es auch am Start, moin. Dann noch ein bisschen Toast, Cineminis. Bier, ein bisschen Joghurt und noch ein Stück Fleisch. Zwei Stücke Fleisch und Honig. Da kommen wir ein bisschen was zusammen. Mit Karte. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Muss hier bedienen. Christian. Salz, Mozzarella, Soda und Mehl und alles mögliche. Vielen Dank, schönen Tag noch. Bären Sie uns mal wieder. Das ist so teuer. Kontrolle. Kauft ja ein paar Lebensmittel und macht Kontrolle im Labor, ob das alles, ne, ordentliche Qualität hat. Das ist geil. Gerd steht da hinten auch schon wieder in der Kasse. Stellt sich immer ganz weit weg von mir. Die sagt, sonst hat Gerd das Bedürfnis zu schießen, mich abzuballern. Ich glaube, Überfall hier im Supermarkt. Gerd. Wir wollen sonst immer Survival-Spiele spielen. So, ja, ja, warte. Ist schon rausgeflüchtet. Der Gerd. Ja, Gerd hat nicht viel gekauft, glaube ich. Ende des Monats wahrscheinlich. Ja. Wie ist das? Ist total verwirrt. Mal Kebab-Chef-Restaurant-Simulator spielen, dann weißt du, was Wucherpreise sind. Kosten Himmelpudding 1000 Euro, was war das? So, also Wechselgeld. Erstmal nicht machen. Die Kassen sind alle voll. Dann kauft doch mal ein bisschen mehr ein. Was, Bierparty, ganz viel Bohnen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schneller kassieren hier.
10 Euro zu viel rausgegeben. Stehen, wo nicht bei mir war. Ja, aber jetzt eh so spät, also ich krieg. Ja, okay. Warte, komm noch mal ordentlich was hinterher. Ich dachte schon, oh ja. Preise, gutes Sortiment, beliebte hier, ne? Gute Gegend. Hoher Verkehrsindex. Guter Kundenservice, also was wäre noch mehr? Ich bin mal gespannt, wie viel wir noch kassieren müssen für diesen vierten Kassierer, ne? Komm jetzt, danke dir für den 34. Danke für deinen Support, vielen, vielen Dank. Danke dir, vielen herzlichen Dank. Dann haben wir jetzt hier 10 Cent zurück noch. 10 Cent. So, was habt ihr denn Schönes gemacht heute hier? Level 18. Level 17, auch Level 17. Ja, und aber aktuell sind sie alle gleich auf 3,17. Das geht wahrscheinlich wirklich erst in der nächsten Stufe wieder schneller, ne? Und dann sind schon eine Menge Erfahrungspunkte, die die machen müssen. Das ist denn nicht, dass sie von Tag auf Tag sich verbessern, sondern sind schon ein paar Tage zwischen. Ja, ich würde sagen, machen wir noch. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.